Ist es bei dir eigentlich aktuell so, dass du immer wieder ein schlechtes, nicht für dich zufriedenstellendes Ergebnis hast, das du herausfindest? Ja, ich möchte etwas sagen, weil in Wirklichkeit sprichst du es nicht aus, weil du für dich herausgefunden hast, dass das eine Blockade bei dir, in dir persönlich trägt. Dann musst du natürlich für dich herausfinden, wie kannst du es besser machen. Weil alles, was da an diesem Punkt angelangt ist, das steht bei dir an erster Stelle. Du versuchst dich zu verstecken, du versuchst in dem Sinne, das zu vermeiden, gehst also dem geradeaus währenden Gespräch aus dem Weg, weil du denkst, ja, du hast etwas zu verstecken oder du müsstest etwas verstecken. Du könntest aber genau das auch hervorholen, wenn du für dich verstehst, warum das so wichtig ist. Aber du hast diese Wichtigkeit für dich noch gar nicht verstanden. Und deswegen solltest du darin eine Übung machen und daraus eine Übung machen, damit du herausfindest, wie das alles dann besser werden kann, weil du dann herausarbeitest, okay, andere Menschen wollen dir etwas ankreiden und für dich ist es aber eine beschlossene Sache. Das ist nämlich gar nicht so. Und deswegen brauchst du dir auch nichts ankreiden lassen. Und das machen ganz, ganz viele. Wenn du dir einer Schuld bewusst bist, dann musst du dich meistens rausreden oder machst es in den meisten Fällen, weil du natürlich dein Gesicht wahren möchtest. Aber im Umkehrschluss, wenn du nichts dir anzulasten hast, dann brauchst du das nicht machen. Aber die meisten Menschen gehen da aus dem Weg und gehen den Situationen aus dem Weg, weil sie sich einfach nur sagen, ja, ich möchte den anderen nicht beleidigen oder schlecht irgendwie mich fühlen, wenn ich das ausgesprochen habe. Ist ja besser, wenn ich nichts mache und nichts sage. Nee, eben nicht. Die meisten, die wollen dieses geradeausdenkende und geradlinige. Und da solltest du auch dazu gehören, weil du für dich herausfinden wirst, wie schön das sein kann. Aber du versteckst dich vor den Bildern, die du gerade von Augen geführt bekommen hast. Und die sagen dir mehr oder weniger, ja, mach das doch wie dein Nachbar, wie deine beste Freundin, wie dein bester Freund. Nee, eben nicht. Und da solltest du dran arbeiten. Und wenn du das jetzt auch möchtest, nur mal für dich, der Tatsache ins Auge schauen möchtest, dann schick mir einfach mal eine Nachricht, dann werden wir beide zusammen heraushören und arbeiten, wie das für dich möglich wird. Wie du ganz klar darauf dich besinnen kannst, was wirklich der Wirklichkeit entspricht. Und das kannst du dann auch immer sofort abrufen und aussprechen. Wenn dir das gefallen hat, was ich dir in diesem Video mit auf den Weg gegeben habe, dann mach das jetzt auch mal. Dann teile es mit den Menschen, die das nicht nur sehen, hören und verstehen sollten, sondern vor allem in ihr Leben mit integrieren. Das wäre nämlich für dich auch eine Meisterleistung, um herauszufinden, wie kommt es bei diesen Menschen überhaupt an. Und darüber hinaus kannst du dir jetzt mal einen YouTube-Kanal anschauen, findest du noch eine ganze Menge von weiteren Videos, die du ebenso mal alle vor Augen führen solltest und ein paar Verständnisse so abarbeiten solltest, dass du weißt, okay, das ist eine ganze Menge Inhalt, den muss ich verarbeiten und in dein Leben mit integrieren, mit einarbeiten. Und mach das jetzt einfach mal, nimm dir diese Zeit und darüber hinaus kannst du dir jetzt ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei mir buchen. Und das findest du auf peterzander.de. Das wäre eine super Sache, wenn du in deinem Leben weiterkommen möchtest, dann könnten wir da den ersten Ansatz schon finden für dich zusammen, um da eine geradlinige Lösung auszuarbeiten. In diesem Sinne, mach dir jetzt was draus und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bis dann!